Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Der Mund auf seinem Bauch, er ist aufgegangen. Er macht irgendwas. Wird er gleich eine Attacke auf uns starten? Voll gegen das Mikrofon geklatscht, so mit dem Kopf. Bei Niesen und so. Heieiei. Ah, Moment so. Von diesem Mund auf seinem Bauch aus? Moment. Der Mund auf seinem Bauch. Das ist. Das könnte funktionieren. Was ist los, Doki? Wir müssen auf den Bauch ziehen. Was? Wir sollen unsere kombinierten Attacken auf seinen Bauch richten. Ist das möglich? Wir haben keine Zeit, das ist unser einziger Versuch, Reptane. Nehmt das! Los! Hat es funktioniert? Es hat funktioniert! Ja, er ist besiegt, ey. Wir haben es geschafft. Einmal noch kurz richtig hinsetzen. So. Zwölfens ist erledigt. Wir haben Zwölfens zu guter Letzt besiegt. Das kann nicht sein. Meister Zwölfens. Meister Zwölfens wurde besiegt. Sie flüchten wieder in die Zukunft, dein Ernst. Dann lassen Zwölfens zurück. Geht doch nicht dahin. Nein, zu Bier ist hinweggelaufen. Du hast einfach kein Glück damit, verlässlich Mitstreiter zu finden. Dragon. Was ist los? Steig den Tempel ganz hinauf. Setz das Relikt-Fragment in diese hohle Stelle ein. Ich will, dass du herausfindest, ob das Regenbogensteinschiff funktioniert. Währenddessen behalten Doki und ich Zwölfens hier im Auge. Okay, mach ich. Eieiei, ey. Naja, falls das Regenbogensteinschiff funktioniert, können wir zum Zeitung gehen. Ich hoffe, es klappt. Nicht bewegen. Reptane. Doki. Ist das wirklich? Ist das wirklich, was ihr wollt? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden wir Pokémon aus der Zukunft verschwinden. Was? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden die Pokémon der Zukunft verschwinden? Das betrifft nicht nur mich. Auch ihr beiden. Reptane und Doki gleichermaßen. Da ihr aus einer Zukunft kommt, die nicht mehr existieren wird, werdet ihr auch verschwinden. Wollt ihr das wirklich? Wenn wir die Geschichte verändern, verschwinden auch wir? Sagt Zwölfens etwa die Wahrheit? Reptane? Ja, das stimmt, okay. Wenn wir die Geschichte verändern, dann werden wir verschwinden. Reptane! Aber das macht nichts. Damit die Zeit gerettet wird und Frieden in die Welt zurückkehrt. Genau deshalb bin ich an die Vergangenheit gereist. Celebi auch. Es half uns, obwohl es wusste, dass es verschwinden wird, falls wir Erfolg haben. Sogar Celebi? Ich erinnere mich, als wir damals in der Zukunft waren. Wenn ihr dann so nett wärt, die Leben des Planeten aufzuhalten, das würde uns das Elend dieser Welt der Dunkelheit ersparen. Mein lieber Reptane, diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Als Celebi sagte, dass es diesem Ziel sein ganzes Leben widmen wollte, das meinte es also damit. Na, Doki, du kamst mit dem gleichen Entschluss. Wir kamen aus der Zukunft in dem vollen Bewusstsein, dass uns das widerfahren würde. So, wie du jetzt bist, erinnerst du dich jedoch nicht an diesen Entschluss. Ich weiß, dass es ein großer Schock für dich sein muss, aber wir haben in dieser Sache keine Wahl. Wenn wir nicht handeln, wird die Welt zerstört, wird die Zeit gestört, die Lähmung des Planeten wird beginnen. Wenn wir dieser Welt Frieden bringen wollen, dann müssen wir verschwinden. Versuch das zu verstehen, Doki. So war das also. Ich bin in diese Welt gekommen mit solch einem Entschluss, wissend, dass wir im Fall des Erfolgs verschwinden würden. Aber wenn wir nicht handeln, kann die Zerstörung der Zeit nicht aufgehalten werden. Das bedeutet, wir müssen es tun. Sogar wenn das bedeutet, dass ich verschwinden muss. Ja, Doki. Aber da wäre noch etwas.
Durch unser Erscheinen in dieser Welt hat sich für uns eine Sache verändert. Es ist wahr, dass wir entschlossen waren, unsere Mission zu Ende zu führen. Das traf zu, als wir zum ersten Mal in diese Welt zurückgekehrt sind. Aber wir hatten absolut nichts zu verlieren. Und nichts, wofür es sich gelohnt hätte, zurückzugehen. Aber Doki, das änderte sich für dich, als du ein Pokémon wurdest. Du hast in Dragon einen Freund und Partner gefunden. Dragon sieht zu dir auf. Wenn dein Partner herausfände, dass du vielleicht verschwindest. Ich bin sicher, Dragon wäre am Boden zerstört. Dragon hat ein gutes Herz. Aber wenn die Zukunft verändert wird und du verschwindest, dann wird dein Partner, Dragon wird, nur dein Partner wird allein zurückbleiben. Jetzt endlich verstehe ich. Wenn ich die Geschichte verändere, werde ich verschwinden. Wenn ich verschwinde, wird Dragon... Dragon... Nö, wir wollen nicht speichern. Hier ist es. Hier ist die hohle Stelle. Das Reliquefragment gehört an diese Stelle. Das wird das Regenbogensteinschiff starten, wie Reptane es sagte. Ein Versuch kann nicht schaden. Dragon setzt das Reliquefragment in die hohle Stelle ein. Oh, es wird schmolzen, okay. Es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Was war das? Dragon hat es geschafft. Dieses Geräusch. Das muss das Startgeräusch des Regenbogensteinschiffs sein. Das lasse ich. Ihr werdet niemals die Geschichte ändern. Reptane! Reptane! Du hast Doki geschützt, Reptane. Das hat dir schwer zugesetzt. Sehr gut. Du trittst als Erster ab. Was machst du? Zwölfinst. Ich nehme dich mit mir. Wir gehen zurück in die Zukunft. Was? Doki, es liegt jetzt an dir. Ja, das sind... Zahnräder der Zeit. Okay, Team. Das Regenbogensteinschiff ist abfahrbereit. Was geschieht hier? Dragon. Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwölfinst mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hierher zurückkommen. Pass gut auf Doki auf. Versprich mir das. Aber... Dein Platz einnehmen, Reptane? Das kann ich nicht. Du musst und du wirst. Weil du es kannst, Dragon. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Lass mich los. Lass mich gehen. Wir sind fast da. Keine Ruhe. Doki. Lebe wohl, Doki. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Auch wenn die Trennung schmerzt. Der Rest liegt in deiner Hand. Reptane! Entschuldige die Verzögerung, Zwölfinst. Er ist weg. Reptane, warum? Reptane. Das Geräusch des Regenbogensteinschiffs. Es wird lauter. Das Regenbogensteinschiff sieht aus, als ob es sich bewegen würde. Aber Reptane, das ist traurig. Ich bin zu traurig. So traurig, mich zu bewegen. Aber... Na klar. Wenn wir uns nicht beeilen, könnte das Regenbogensteinschiff ohne uns abfahren. Reptane. Ich mag traurig sein, aber jetzt... Lass uns besser gehen. Die Zahnräder der Zeit, ich sammle sie besser ein. Warte auf uns in der Zukunft, Reptane. Wir werden die Lähmung des Planeten aufhalten. Wir werden die Zukunft in eine bessere Welt verwandeln. Eine Welt, in der Reptane glücklich und zufrieden leben kann. Wir werden nicht scheitern. Aber was Zwölfens sagte... Och, nicht schon wieder eine Rückblende! Ist das wirklich, was ihr wollt? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden wir Pokémon aus der Zukunft verschwinden. Das stimmt. Wenn die Zukunft verändert wird, dann wird Reptane verschwinden. Und auch ich werde verschwinden. Hey Doki,
Das Letzte, was Reptain zu dir sagte, Doki. Auch wenn die Trennung schmerzt, der Rest liegt in deiner Hand. Deine letzten Worte, Trennung schmerzt. Ich kenne das Gefühl, ich verstehe, wie weh es tut. Reptain war lange Zeit dein Partner, Doki. Es muss Reptain fürchterlich wehgetan haben, dich zurückzulassen. Vielleicht hat er das gemeint. Aber nein, das ist es nicht. Die letzten Worte von Reptain, sie waren nicht über mich und Reptain. Er meinte mich und Dragon. Reptain sagte das, weil er wusste, dass ich Dragon irgendwann verlassen muss. Wenn die Geschichte verändert wird, werde ich verschwinden. Meine Zeit mit Dragon geht ihrem Ende entgegen. Dies ist unser letztes Abenteuer. Hey Doki, wir müssen das Reptain zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm. Ja, sollten wir. Eieiei. Das letzte Kapitel. Das letzte Abenteuer. Ich hab 3 Nachrichten. Lol. Aber es wird lauter. Es fängt gleich an, sich zu bewegen. Schnell spring auf. Ist ja auch ist ziemlich cool, muss ich sagen. Finde ich. Es zieht einen Regenbogen sogar hinter sich her, lol. Hey, sieh dir das an. Der Zeitturm. Endlich. Wir sind auf dem Weg. Da fahren wir jetzt hin. Ja, wir haben es geschafft, rüber zu springen über diesen kleinen Minispalt. Yeah. Wir sind fast da, Doki. Es gibt kein Zurück mehr. Hey, da oben. Alter. Die Spitze des Zeitturms glüht rot. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Machen wir Dampf. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Der Zeitturm sieht so cool aus, ne? Ohne Witz. Das ist der Eingang zum Zeitturm. Boah, der Boden wackelt. Wir sind in der Luft, Leute. Na, es ist vorbei. Ja, ist es vorbei? Woher kam diese Erschütterung eigentlich? Hey, das erinnert mich an etwas. Reptain hat mal was darüber gesagt. Er sagte, die Zeit sei außer Kontrolle geraten, weil der Zeitturm einzustürzen begann. Die Erschütterung, die wir gerade gespürt haben. Der Zeitturm könnte bereits einstürzen, während wir uns hier aufhalten. Während wir uns hier unterhalten. Wir müssen uns beeilen, Doki. Ja, wir müssen noch kurz ein paar Sachen lagern. Lager prüfen, lagern. Zack. Energierung, das können wir lagern. Die ganzen Gummis brauchen wir erstmal nicht. Nur noch 2 Belebersamen, alter Scheiß, die Wand dann. Halt ja, haben wir 4 Top-Elixier. Briller. Ich glaube, ich setze Gigasauger kurz ein gleich. Nein. Das will ich behalten, das will ich behalten. Ja, ich setze die Gigasauger ein auf jeden Fall. Obwohl, nein, wir lernen es. Ich glaube, wir lernen es zwischenzeitlich. Irgendwann mit dem Level. Deswegen behalten wir das lieber so. Bist du bereit, Doki? Ja, bin ich. Okay, wir sind bereit, loszulegen. Okay, und los. Ja. Eieiei. Hallo, zack. Wow, wir machen so viel Schaden an diesem Viech. Ist, glaube ich, nicht so vom Vorteil, dass wir hier so als Kampf- und als Pflanzen-Pokémon sind. Glaube ich jetzt einfach mal, weil auch, ja, Dialga. Aua. Dragon, ey. Mega Damage gefressen. Ja, Dialga ist ja auch Dings. Drache Stahl. Da können meine Attacken kaum was ausrichten, eigentlich so, an sich. Au! Au, au, au. Ach nee, das macht keinen Schaden, ne? Verteidigung, Spezialverteidigung steigt, yeah! Ha, putz! Wir machen keinen Schaden. Jedenfalls nicht genug. Aua, Feuerwelle. Oh, gut, daneben. Was? Wie viel Life hat? Wow! Oh! Danke. Aua? Alter, der ist schnell geworden. Verteidigung auch noch erhöht, okay. Eieiei, ey. Es könnte auch sein, dass wir so ein bisschen unterlevelt sind noch. Ich weiß es nicht genau. Ich fühle mich so low mit Level 35, 36. Naja, mal sehen, wie der Kampf gegen Dialga später überhaupt laufen wird, ey. Eieiei, das wäre nämlich... Darauf bin ich gespannt, muss ich sagen. Das könnte nämlich echt ein bisschen anstrengend werden, vielleicht. Poke,
haben will. Ich meine, wie gesagt, wir haben keine Attacke, die irgendwie annähernd gut Schaden zufügt. Dragon vielleicht, ja, Dragon das einzige mit Gegenschlag. Und ich muss dann, keine Ahnung, irgendwas einsetzen. Ich kann alles einsetzen. Aber Dragon muss Gegenschlag einsetzen. Oh, dieses Sonnfehl, ne? Oh Mann! Heilei! Ja, das ist... Nee. Krass. Zack. Wow, ich mach keinen Schaden. Wow, das hat... Alter. Wow, das ist viel Damage. Ja, viel Leben. Wieso haben die ganzen Gegner hier so viel Leben? Oder wir machen einfach zu wenig Schaden. Reptane fehlt. Reptane fehlt definitiv. Hallo Bronze. Du bist kacke. Alter. Wieso macht das so viel Schaden? Das ist krass. Die machen Alter. Heieiei. Bisschen gut Wasserdamage, ne? Aber wir müssen jedenfalls noch in diesem Part zur Mitte des Dungeons kommen. Das auf jeden Fall, weil sonst glaube ich nicht, dass wir dann noch den ganzen Dungeon überhaupt packen. Aua! Alter! Level 36, cool! Das ist schon mal immerhin was Gutes. Wow, Alter. Wir setzen hier ja viel zu viele Attacken ein. Oder viel zu krass die Attacken ein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn jetzt schon Megasauger leer ist, das ist auf jeden Fall nicht so gut. Hallo, Treppe. Hab dich auch ganz so lieb. Okay, Rasierblatt macht auf jeden Fall schon mal schön viel Damage. Mehr als Megasauger macht ja auch Sinn. Irgendwie so, ne? Dass es mehr Damage macht, aber... Okay. Alter. Oh! Nein, ich will einen Schritt. Ach da, danke, damit Dragon auch noch angreifen kann. Ja, mit einem Biss ist okay. Ist das dein Ernst? Du hast mich verwirrt. Und jetzt trifft Dragon nicht mehr. Mann. Geh weit oben lang. Okay, oben war ein Fehler. Oben war definitiv... Alter! Fängt das jetzt schon wieder so an, dass alles daneben geht? Ich glaube schon. Och, ist das dein... Okay. Langsam. Langsam ist okay. Jetzt drückt Zookeep ein Dragon. Oder auch nicht. Jetzt. Okay. Da war noch ein Pokémon, ich wollte schon sagen. Warum setzt du jetzt ruckzuckieb in voll die falsche Richtung ein? Wären wir mal rechts lang gegangen, ne? Ohne Witz. Mann. Okay, ich glaube, wir erreichen die Mitte des Dungeons nicht mehr in diesem Part. Außer ich überziehe den Part hier ein bisschen. Ich habe den letzten ja, glaube ich, früher beendet, ne? Können wir den hier nämlich... So, ja, können wir hier... ein bisschen länger machen, glaube ich. Mann. Nervige Pokémon. Alter! Ich wollte... Ups. Ich wollte kein R drücken. Aber okay. Und... Ah, Taubsamen. Scheiße. Nein, ich wollte doch nicht. Ich wollte... Oh, wow. Ich wollte eigentlich... Start drücken. Und dann bin ich einfach zu der Seite gelaufen, Alter. Manu. Ich weiß gar nicht, wie viel Ebene der Dungeon hat. 20? Oder so? Ich bin echt nicht sicher. Heieiei. Wir haben, wenn wir jetzt erstmal die Hälfte erreicht haben, wir müssen definitiv einen Top-Elixier einsetzen, Alter. Wie soll das werden sonst? Ja. Die ganzen Orbs ignorieren wir einfach mal. Falle wurde nicht aktiviert. Finde ich schon mal gut. Eisenabwehr, dein Ernst. Komm schon. Sondersensor? Dragon, du hast Schaden gefressen. Aber ziemlich starken Schaden, Alter. Oioioi. Gut, dass ich diese IQ-Fähigkeit habe. Ohne Witz, ich liebe diese IQ-Fähigkeit. Ich setz mal einen Biss ein.
Wow, macht nicht so viel Schaden mehr. Heieiei. Okay. Treppe. Nice. Wir müssen den Part bald beenden. Ich will nicht so stark überziehen, um ehrlich zu sein. Weil, ist halt so. Alter! Ich mach mal Energieball auf das. Dragon besiegt das, genau. Okay, schöner Ruckzucki, Dragon. Sehr. Okay, setzt sehr ein, das ist okay. Okay, gut. Ho. Ich will keine Sinebeere jetzt verschwenden, weil... Ja, ich habe halt die IQ-Fähigkeit noch und das ist halt... Deswegen übernehme ich den Schaden ja wahrscheinlich eh. Nein, nicht wahrscheinlich, also deswegen übernehme ich den Schaden ja sowieso. Also von daher... Oh... Wie gesagt, Bronze ist so viel Leben. Das ist unglaublich. Wahrscheinlich mache ich... Alter, verdammt. Wahrscheinlich mache ich immer nur ein bisschen zu wenig Schaden. So, 5 zu wenig Schaden oder so. Streuorb, Wandelorb, yeah. Wie weit geht die Ebene noch? Hallo, Bronze. Hallo. Wow, jetzt haben wir, Alter, jetzt haben wir aber einiges mit Bissschaden gemacht. Okay, wir sind in der Mitte des Dungeons, Leute. Oh, wir sind ganz schön hochgeklettert. Wie weit ist es noch bis ganz oben? Weiß ich nicht. Ah, noch eine Erschütterung. Ja, diese Erschütterung war sehr intensiv. Es wird wohl noch schlimmer. Der Zeitung scheint immer schneller zusammenzufallen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn der Zeitung die Zeit so reguliert, dass, wie Lapras sagte, dann wird, sobald der Zeitung kollabiert, dann wird die Lähmung des Planeten einsetzen. Alter. Also legen wir besser los, Doki. Ja. Nachdem wir den Part beendet haben. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.